Queen Elizabeth wäre nicht so amüsiert gewesen. Das britische Königshaus hat ab sofort, einen Monat vor der Krönung, die Ehefrau von König Charles III. Zur Queen Camilla gemacht. Bislang firmierte sie als Queen Consort, so wollte es eine Anordnung von Elizabeth kurz vor ihrem Tode. Am 6. Mai 2023 werden somit offiziell Charles und Camilla als König und Königin in der Westminster Abbey gekrönt. An 2000 internationale und nationale Gäste sind in den letzten Tagen eine mit Blumenmotiven verzierte Einladungskarte verschickt worden. Gleichzeitig wurde diskret die Überraschung bekannt, dass der amerikanische Präsident Joe Biden nicht erscheinen wird. Er lässt sich aber von seiner Frau Jill vertreten. Gespannt ist man noch darauf, ob Charles' abtrünniger Sohn Prinz Harry, Herzog von Sussex und seine Frau Meghan kommen, die mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im kalifornischen Montecito leben. Die angespannten familiären Verhältnisse bestehen nach wie vor, die Reise über den Ozean antreten, um den Feierlichkeiten beizuwohnen.